Hallo und herzlich willkommen, liebe Widder, bei mir bei eurer Crazy Owl. Zack, ist wieder ein Monat rum und jetzt kommt die Legung für den August 2023 für alle, die den Widder als Standzeichen im Mond, Venus oder als Aszendent haben. Ihr wisst, diese Legung ist allgemein, das heißt, du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie jetzt für den August mal so festgelegt habe. Wenn dir die Legung zu einem späteren Zeitpunkt vor die Füße fällt, hat sie vielleicht einen wichtigen Impuls für dich im Gepäck. Rollen können vertauscht sein und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn es nicht deine Legung ist, dann mach es auch nicht zu deiner. Wir haben heute das Krafttier-Orakel von Jean Ruland, das Vice-Versa-Tarot von Luz Garabeo, Erat Aliquando von Yolanda Latura, das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti und natürlich die VO-Runen am Start. Infos zu den Decks und den Runen, wie immer, unten in der Infobox. Wilma ist auch dabei. Und jetzt geht's direkt los, liebe Widder. Und wir schauen mal, welches Krafttier euch im August 2023 begleitet. Welches Krafttier begleitet die Widder im August 2023? Lässt sich noch betteln, welches Krafttier begleitet die Widder, da haben wir es, zwei, okay. So, wir haben den Löwen, Autorität, deine Meinung ist gefragt und hat Gewicht, wirke aus deiner Mitte, aus deiner charismatischen Sonnenkraft. Okay, und wir haben die Katze, Selbstbestimmung. Sei vollkommen entspannt, fokussiert und aufmerksam. Folge deinen Impulsen. Okay, hier scheint es also wirklich darum zu gehen, dass du das Ruder und die Zügel in die Hand nimmst und hier kundtust, wo denn der Hase für dich langläuft. Interessant. Schauen wir mal, was war, was ist. In welcher Energie starten die Widder in den August 2023. Sollte ich übrigens mal zwischendrin die Monate oder die Standzeichen verschwurbeln, seht's mir nach. Zeit ist fließend und wenn ich im Legeflow bin, dann kommt mir sowas schon mal durcheinander. Ja. Also, was war, was ist bei den Widdern? Ein bis zwei Karten bitte. Eieiei. Okay. Da haben wir den Turm. Gut, und wir haben den Turm. Also, der Turm ist eine große Arkana und steht für Durchbrüche, Aufbrüche. Er steht für Plötzliches und Unerwartetes. Manchmal kann das auch eine Begebenheit sein, die dich wirklich wie dieser Blitz hier aus heiterem Himmel trifft. Was war, was ist, heißt also, es gab bei dir eine Begebenheit, welche dich vielleicht auch in den Grundfesten erschüttert hat, vielleicht auch ein, ja, selbst auferlegte, zu starre Mauern bei dir gesprengt hat und das daraus oder damit einhergehende Chaos, ja, wenn erstmal so ein Bergfried weggesprengt wird, schafft aber auch völlig neuen Raum und neue Möglichkeiten. Also gucken wir mal, was hier die weiterführenden Karten sagen, worum es hier denn geht. So, was hat denn Erat Aliquando zu ergänzen? Was war, was ist bei den Widdern im August? Ups, das ging schnell. Der Wolf, die Schnecke, der Zauberknoten und die Fee. Die vier sollten es sein. Okay. Schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt und dann gehe ich in die Deutung. Was war, was ist bei den Widdern? Da haben wir den Stern, den Ring, den Brunnen und das Schiff. Okay, also es wird ein bisschen mehr. Es gibt wohl mehr zu erzählen bei euch, liebe Widder. Gucken wir mal. Also,
Der Durchbruchsmoment. Also, wir haben den Wolf. Der Wolf steht dafür, dass ihr euch vielleicht aus gewissen Abhängigkeiten auch befreit habt. Ne? Denn der Wolf deutet manchmal auch so ein bisschen dieses Thema Süchte oder Abhängigkeiten an. Und hier habt ihr euch vielleicht mit dem Turm aus einer gewissen Abhängigkeit gelöst. Und dieses spiegelt auf die Fee. Diese schwarze Fee ist eigentlich meistens eine Energie, die in eurem Umfeld ist. Die schwarze Fee steht für diese Energie, dass jemand selbst eine Wunde in sich trägt, ja, vielleicht aus Liebe verletzt wurde oder, und aus diesen Verletzungen heraus auch anderen ihr Glück neidet. Das mag dann vielleicht eine vermeintlich wohlmeinende Freundin sein, und wenn ihr hier in dieser Wolfsenergie ihr vielleicht erzählt, dass ihr euch aus gewissen Abhängigkeiten befreit habt und jetzt vielleicht die und die neue Idee habt, dann wäre diese Stimme hier: Ah, Schuster, bleib bei deinen Leisten und pass mal lieber auf, ne? Also das Risiko und was da alles passieren könnte, so, das könnte diese Energie sein, die aber so einen Touch davon hat, das ist nicht ehrlich gemeinte Besorgnis, sondern eher sowas Manipulatives. Ja, und ich glaube, in eurer letzten Monatslegung war das ja, wo ich das Thema hatte für das Kollektiv, dass ihr hier euch aus einer langsamen Energie in der Vergangenheit befreit habt. Da ging es auch, glaube ich, um häusliche Pflege etc. pp. Und hier seid ihr eben immer noch, also diese langsame Energie haben wir mit der Schnecke wieder. Und wir haben hier auch die Seelenverbindung. Ne? Mit dem Zauberknoten ist hier so eine besondere Seelenverbindung angezeigt, die diese Energie hier noch dominiert. Das heißt, ihr habt hier eine tiefe Seelenverbindung mit jemandem, der aber eher eine langsame Energie bezeichnet. Und hier ist es vielleicht jetzt auch wirklich so, dass ihr diese langsame Energie lang genug jetzt ausgehalten habt, oder hier eben, wenn es hier wirklich in den pflegerischen Bereich ging, ne, dass ihr da einfach sehr eingebunden und auch gebunden wart. Ja, und wir sehen aber jetzt hier, dass dieser Wolf von dieser Schnecke und diesem Zauberknoten hier, ne, der guckt in die andere Richtung. Der Wolf schaut hier Richtung Turm, so liegt es bei mir auf dem Tisch. Und er schaut hier wirklich so quasi darauf, die Fesseln, also mir kommt hier das Thema Fesseln rein, die Fesseln der Vergangenheit zu sprengen. Ja, und das ist natürlich, wenn man hier erstmal mit dem Turm beachtet, das Auge mal oben drüber, wenn man hier erstmal erkennt, wo man vielleicht auch eingeschränkt, eingesperrt, beschränkt, eingemauert, festgefahren war, ja, wenn man das hier erstmal erkennt, dann muss man das erstmal verdauen und hier auch befrieden. Ja, aber ihr fokussiert euch, so wie ich das hier wahrnehme, aus der Vergangenheit heraus wirklich darauf, die Führung für euer Leben zu übernehmen und euch aus dieser langsamen, vielleicht auch alten Neid- und Schmerzenergie, dafür könnte die Fee eben auch stehen, euch hier zu befreien. Und da sind natürlich, sage ich mal, die Krafttiere Löwe mit der Autorität, also dass du zu deiner Meinung aus deiner Mitte heraus stehst, und auch die Katze mit der Selbstbestimmung, ja, was will ich wirklich, also was willst du, lieber Widder, wirklich, und das eben auch zu verfolgen, das begleitet euch hier. Ja, wir haben hier schon auch noch mit dem Stern und dem Ring und dem Wunschbrunnen. Also der Stern und der Ring kann wirklich so ein Hinweis sein auf eine spirituelle Verbindung, vielleicht auch auf eine Seelenverbindung. Ja. Und mit dem Wunschbrunnen geht es hier wieder darum, vielleicht auch in die Selbstverbindung mit dir zu kommen. Ja, denn der Wunschbrunnen oder der Brunnen steht eben für unsere tiefen Wünsche, für unsere tiefen Sehnsüchte. Und hier kommt das Schiff, das eben zum einen für eine langsame Bewegung steht. Vielleicht hast du auch wirklich vor, vielleicht ist ja ein tiefer Wunsch von dir, eine Schiffsreise zu machen. Es steht aber auch für unsere Seelenwege und
für unsere Sehnsüchte. Und da bist du wohl gerade wirklich dabei, wenn du dich hier aus diesen alten, nicht so schönen Angebundensein-Energien hier befreist, dass du hier einfach für dich wieder in deine Selbstverbindung gehst, deine Wünsche aus deinen Tiefen dir anschaust und dich hier Stück für Stück mit dem Schiff auf deinem Seelenweg wieder eingroovst. So würde ich das jetzt mal sagen. Gut, was kommt denn auf die Widder zu im August? Was kommt hier auf die Widder zu? Was kommt auf die Widder zu im August? Das sind zu viele. So, das sind definitiv zu viele. Das waren nämlich 5 Karten, da lege ich in einer halben Stunde immer noch. Also, was kommt auf die Widder zu? Bitte 1 bis 2 Karten. Dankeschön. Ja, die siegreiche Heimkehr von der Rückseite. Also, lieber Widder, du hast hier, glaube ich, wirklich mit diesem Turmmoment, hast du wirklich in der Vergangenheit in einem sehr beengten Rahmen gelebt. Ja, ob das jetzt durch die Umstände im Außen oder durch dich selbst geschehen ist, das mag sein, wie es will. Und du bist jetzt hier dabei mit diesem Turmmoment, also zumindest hatte ich das jetzt in der letzten Vergangenheit und aktuell noch beschäftigt, hier diese Mauern zu sprengen. Ja, also ich brauche Platz. So, was dazu führt, dass du siegreich zu dir heimkehren wirst im Juli? Nur ist die siegreiche Heimkehr von der Rückseite gefallen. Das wäre die Vorderseite. Hier kehrt der Krieger Lorbeer bekränzt erfolgreich von der Schlacht zurück und das Volk jubelt ihm zu. Wir haben hier aber die Rückseite. Ja, du kehrst hier siegreich aus einer vielleicht auch inneren Schlacht zu dir zurück. Und ich glaube, der Jubel bleibt mehr nur auf deiner Seite. Denn... erschließt sich mir ganz gut, denn wenn ich jetzt mal annehme, lieber Widder, du warst in der Situation, wo du vielleicht deine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt hast, um anderen eine Unterstützung zu sein. Und jetzt ist aber dieser Moment, weil irgendeine Veränderung bei dir passiert ist und du sagst, boah, ich muss hier raus, ich brauche Platz, ja. Also ich habe gerade das Lied von Peter Fox im Kopf, Alles neu, ne? Ich verbrenne mein Studio, schnupfe die Asche wie Kuh. Also ihr wisst schon. Also so diese Energie habe ich da. So, das ist wie so ein, wie wenn ihr euren eigenen Herzschlag omnipräsent in euren Ohren hört und sagt, ich muss jetzt meinem Lebensweg folgen. Und wenn ihr das tut und damit natürlich euer Umfeld vielleicht nicht mehr die Unterstützung oder Aufmerksamkeit oder Präsenz kriegt, wie es das gewohnt war, dann jubeln die euch natürlich nicht zu, aber ihr jubelt euch selbst zu. Ne? Also ihr, und das würde ich jetzt mal als eure Seelenanteile, die hier diesen Durchbruchsmoment mit dem Turm hier herbeigeführt haben, die jubeln euch zu. Aber rechnet damit, dass vielleicht euer Umfeld die ein oder andere Entscheidung von euch nicht unbedingt gut heißt, weil es für sie heißt, dass ihr eben nicht mehr in diesem bisher eng gesteckten Rahmen verfügbar seid. So, was ergänzt denn hier Erat Aliquando? Was kommt auf die Widder zu? Da haben wir die Geduld. Den Besen, ja, hier wird definitiv durchgefegt. Die Nachtigall, das Abendlied der wahren Liebe. Eine würde ich noch nehmen. Und der Goldfisch. Okay, gucken wir gleich, was das Lenormand noch ergänzt. Vielleicht können wir das ja auf 2 Karten für diese... Okay, dann 3. 3 Karten hier begrenzen, dann haben wir die Eulen, die Schlange und den Klee. Also, ihr werdet im Juli, meine lieben Widder, ihr werdet durchfegen. Und das werdet ihr ganz geduldig und Stück für Stück tun. Ne? Also Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, so nehme ich das hier wahr. Aber ihr seid im Grunde bereit, wirklich euer Leben auf den Kopf zu stellen, ne? Komplett auseinanderzunehmen und euren
neuen Turm nach eurem Gusto aufzubauen. So nehme ich das hier wahr. Und hier wird geduldig durchgefegt und aufgeräumt. Ja, also das mag ein innerlicher wie äußerlicher Hausputz groß reinemachen sein, wo ihr einfach vielleicht auch das ein oder andere Mal euch der Geduldsfaden mit dem Besen reißt, wo ihr sagt, nee, also ich muss jetzt nicht alles und jedem, ich muss mich hier nicht für alles und jedes Ding hier rechtfertigen. Ne? Und das hat damit zu tun, dass ihr mit dem Abendlied der wahren Liebe, da kommt die Nachtigall nämlich, und dem Goldfisch vielleicht auch das Thema Selbstliebe oder Selbstfürsorge hier wieder in den Fokus stellt. Ja, mit dem Fisch kann auch sein, dass euch im Juli vielleicht eine Bonuszahlung oder irgendeine Steuerrückzahlung oder irgendwie finanziell ein kleiner Segen zuteil wird. Es kann aber auch sein, dass ihr eben dadurch, dass ihr wieder mehr und mehr in eure Autorität und Selbstbestimmung mit Löwe und Katze hier zurückkommt, dass ihr hier einfach in eurer Selbstliebe und Selbstfürsorge wieder mehr ins Fließen kommt. Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass ihr da euch einfach das ein oder andere Goodie zukommen lässt, mal so einen Wellness-Tag oder keine Ahnung wie, aber ich nehme das so wahr, hier wird Stück für Stück, ne, ihr räumt mit, also ihr habt vielleicht auch innerliche Schlachten gekämpft, merkt, dass ihr jetzt mehr und mehr wieder bei euch ankommt und seid jetzt wirklich daran so geduldig, okay, irgendetwas Gravierendes ist in meinem Leben in der Vergangenheit passiert und jetzt ist es an der Zeit, bei mir anzukommen und mich wieder neu zu positionieren und aufzubauen. Ja? Und hier nehme ich schon wahr mit den Eulen, dass hier ihr vielleicht auch ein bisschen noch nervös seid oder angespannt, so oh, schaffe ich das alles oder ist das wirklich gut oder bin ich jetzt egoistisch, wenn ich meinen Bedürfnissen hier Raum gebe oder, ne, also das könnten alles so Gedanken sein. Vielleicht ist es auch so, dass ihr hier euch speziell in den Abendstunden hier mit guten Freundinnen oder Freunden austauscht und hier im Gespräch seid. Vielleicht auch über das Thema, hey, wo liegt denn das Glück in meinem Leben? Ja, und wie kann ich das in Wiederholungsschleife mehr und mehr ausweiten? Also wie kann ich vielleicht auch diese Anspannung durch immer mehr Glücksmomente hier wirklich mit der Schlange auch eben die alte Haut abstreifen? Dann bin ich wieder beim Turm. Ja, die alten Begrenzungen einfach mal sprengen und neu positionieren, einen neuen Rahmen stecken. Und da muss man eben auch eine alte Haut abstreifen. Und das geht eben nur Stück für Stück. Auch das sagt der Klee, das ist das kleine Glück, ne? Also so stückchenweise. Und eben hier natürlich auch mit einer gewissen, vielleicht auch Aufregung, ja, werdet ihr im Juli das Ganze angehen. Vielleicht ist auch mit der Schlange hier noch angezeigt, dass in manchen Dingen, deswegen seid ihr hier auch mit der Geduld konfrontiert, ja, weil die Schlange steht auch für Umwege. Vielleicht müsst ihr auch den ein oder anderen Herzenswunsch über Umwege angehen, ja, dass da nicht die direkte Autobahn hinführt, sondern da muss man vielleicht mal eine Umleitung fahren oder einen Feldweg oder neue Pfade beschreiten, damit man hier sein Glück ins Leben bringen kann. Gut, dann, was ist denn der Tipp des Universums für die Widder im August? Was ist der Tipp des Universums? Tipp des Universums für die Widder. So, da haben wir den Page der Münzen und den Ritter der Münzen. Okay. Also, der Page der Münzen. Der Page bringt immer einen Impuls für Beständigkeit. Ne? Der Page ist sozusagen die Lehrlingskarte. Hier steht man noch ganz am Anfang. Und danach wäre die nächste Hofkarte wäre der Ritter der Münzen. Beide Karten zeigen sich mir hier von der Rückseite. Was mir schon sagt, das ist eine langsame Energie, liebe Widder. Also ihr solltet hier nicht... wir haben hier auch Geduld und Besen. Ja, ihr seid im August damit befasst, wirklich aufzuräumen, Stück für Stück.
Aber macht es nicht mit der Brechstange. So würde ich die Energie übersetzen. Also der Tipp des Universums ist wirklich, euch Stück für Stück drauf zu besinnen. Ja, euch vorzustellen mit dem Page der Münzen. Was will ich denn manifestieren? Woran will ich arbeiten? Will ich einem neuen Hobby nachgehen? Was möchte ich in meinem Leben dauerhaft ja wirklich gelebt haben, manifestieren, also anfassbar machen? Ja, und dann mit dem Ritter der Münzen eben, das ist der langsamste Ritter, ja, der geht eher so im Schritttempo, ne, der trabt nicht, der galoppiert schon gar nicht, der macht es so ganz beständig, zuverlässig, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und so würde ich diese Energie hier übersetzen. Also wirklich peu à peu das anzugehen und nicht hier in so einer Nacht- und Nebelaktion oder mit der Brechstange hier irgendwie auf einmal euer Leben in den Kopf, auf den Kopf zu stellen. So, was ergänzt denn hier noch? Erat Aliquando, Tipp des Universums. Da haben wir den Dachs, da ist wieder die Heilung angezeigt. Dann haben wir das Tischlein deck dich. Da haben wir schon mal die größte Glückskarte im Erat Aliquando für euch, meine lieben Widder. Dann haben wir das Vermissen, die leere Karte und der Uhu. Okay. Also. Punkt 1. Also ihr sollt Schritt für Schritt vorgehen. Ne? Überholt euch nicht selber. Ich glaube, das war auch schon im Juli eure Energie, liebe Widder. Wir haben den Dachs, der auf den Uhu spiegelt. So, der Dachs, sagte ich schon, steht für die Heilung und der Uhu steht für Wissen und Weisheit. In diesem Buch steht, du bist alles und alles bist du. Das heißt, der Tipp des Universums ist, du, lieber Widder, weißt genau, was du noch in Heilung zu bringen hast. Ne? In welchem Tempo du heilen willst, wie du vorangehen willst, und eben auch hier diese schrittweise Vorgehen. Wir haben Münzenergie als Tipp des Universums. Das ist immer die langsamste Energie der Hofkarten. Die Münzen ist Erdzeichen. Das ist langsam. Das ist ein Schritt nach dem anderen tun. Peu à peu. Ja, mach den Schritt. Schau, passt es? Passt es nicht? Ja, passt. Mache ich weiter. Ja, also. Und es geht auch noch am Tipp des Universums daran, dass du ein bisschen die Fülle des Lebens vermisst. Denn das Tischlein deck dich ist die größte Glückskarte im Erat Aliquando. Ne? Die sagt, hier ist Fülle in deinem Leben, da sind ganz viele Schöpfungsgeschenke für dich und dennoch vermisst du hier etwas. Ne? Und schau dir dieses Vermissen an. Was vermisst du und hat das mit dir zu tun oder ist das etwas im Außen? Also ist es wirklich etwas, was du beeinflussen kannst, dieses Vermissen oder nicht. Und du hast wirklich, und das spricht für diesen Turmmoment, irgendetwas wurde hier weggesprengt. Und es kommt die Karte, die leere Karte. Hier wirken alle Kräfte. Das heißt wirklich, du selbst kannst entscheiden, wie du jetzt neu gestalten willst. Sei dir sicher, hier ist ganz viel Fülle, die musst du dir vielleicht wirklich nur mal wieder bewusst machen, lieber Widder. Aber du hast hier ganz, ganz viel Fülle an deiner Seite und im Endeffekt hast du wie ein leeres Bild vor dir. Ja, dein Leben ist wie ein weißes Bild und du selbst kannst jetzt entscheiden, in welchen Farben male ich dieses Bild, welches Motiv möchte ich malen, wie bunt will ich es malen. Ja, du kannst wirklich dein Lebensbild neu gestalten. Was ergänzt denn hier noch das Lenormand dazu? Tipp des Universums für die Widder. Da haben wir schon mal die Störche und die Ruten. Okay, also, die Störche stehen immer für positive Veränderungen. Ne? Positive Veränderungen stehen für den Zeitraum Februar, wobei der jetzt, glaube ich, aktuell nicht so präsent ist. Und wir haben die Ruten. Also, du wirst hier vielleicht auch mit den Ruten, das sind Diskussionen, das sind Streitgespräche, das kann auch ein Durchfegen sein, ja, ähnlich wie der Besen, den wir ja hier oben schon hatten. Du wirst hier vielleicht auch wiederholt in so Selbstdialogen mit dir selbst, in Selbstgesprächen, die positiven Veränderungen angehen.
Vielleicht auch wirklich, steht auch wirklich das an, dass du sagst, hey, ich will sogar meine häusliche Situation verändern. Aber es geht wirklich darum, dass du in die positive Veränderung gehst und hier wirklich durchfegst, vielleicht auch mit dem Thema vermissen, ja, also etwas vermissen, wie du das für dich vielleicht auch neu interpretieren kannst. Denn wir haben dieses Vermissen ist die zentrale Karte beim Tipp des Universums. Und du kannst dich natürlich auf dieses Vermissen fokussieren und dich in diesem Vermissen suhlen. Du kannst aber auch sagen, okay, ja, ich vermisse hier jemanden oder etwas, aber ich weiß auch, dass die Situation, in der ich jetzt bin, dass ich schon ganz viel Fülle an meiner Seite habe mit dem Tischlein Deck dich. Und ich weiß auch, dass ich hier wirklich mit der leeren Karte das Bild meines Lebens neu gestalten kann. Ja, du entscheidest, wie das Werk denn letztendlich wirkt. Ist es ein trauriges Bild? Ist es ein farbenfrohes, lebensfrohes Bild? Ist es ein lebendiges Bild? Was für ein Bild möchtest du zeichnen? Und darum geht's. Okay, wie geht's weiter für euch, liebe Widder? Da kommt der Teufel von der Rückseite. Also ich glaube schon, du hast hier das Gefühl, dass du dich hier von einigen Abhängigkeiten wirklich befreien wirst. Ne? Das ist die Rückseite des Teufels. Das heißt, gewisse Abhängigkeiten wirst du nicht mehr eingehen, wirst du einfach sagen, nein, jetzt bin ich dran. Ja, ich möchte jetzt hier mit dem Abendlied der wahren Liebe mein Leben, meine Lebensliebe in den Fluss bringen. Und hier wirst du wirklich für dich eine neue Stabilität erfahren mit dem Haus aus Stein. Das wird dir wirklich wie ein neues Fundament erscheinen. Und auch wenn es dir in der einen oder anderen Situation im weiteren Verlauf noch ein bisschen unklar erscheint mit den Wolken, ne, kommt hier drunter der Hund, der für die Treue, für die Loyalität, für die Freundschaften spricht und der Schlüssel. Und der Schlüssel ist eine Glückskarte im Lenormand, die besagt, alles wird gut. Aber du darfst hier wirklich, wie es der Löwe und die Katze auch schon sagen, als Krafttiere die Zügel deines Lebens in die Hand nehmen und hier wirklich Autorität zeigen für das, was du möchtest, aus deiner Mitte heraus und selbstbestimmt fokussiert deinen Impulsen folgen, lieber Widder. Cool. Schauen wir mal. Welche Rune begleitet euch denn, liebe Widder, im August? Ja, da haben wir die Algis. Also, das ist wieder Algis, das ist der Elch, dessen Geweih für die Anbindung an die geistige Welt steht. Hier darfst du dich wirklich groß machen. Ja? Stell dich vielleicht mal in die Körperhaltung, also die Beine geschlossen, nach oben gestreckte Arme. Und spür mal, wie du hier getragen bist in der Anbindung zwischen Himmel und Erde und lass mal hier wirklich diese Impulse von oben in dich einfließen, um zu wissen, wie du aus deiner Mitte herauswirken willst. Algis sagt auch, Gott sitzt am Ruder, alles ist gut. Also lieber Widder, arbeite Schritt für Schritt daran, wie du das Bild deines Lebens zeichnen möchtest. Ja, das war eure Legung für den August. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt danke, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder mein Video teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.